Soli, einen wunderschönen guten Dienstag. Es ist kalt in Deutschland und es hat geschneit und es ist einfach nur. Nee, es sind alle Straßen gesperrt. Oh, nicht viele Straßen. Bäume fallen um. Aber so ist das als Selbstständiger, ne? Da kann man von zu Hause schön am PC arbeiten und da kann draußen die Welt in Schutt und Asche fallen und wir können trotzdem in Ruhe am heimischen Computer traden. Ich glaube, ich bin ein bisschen dunkel, auch wenn es ist 20 vor 5, es ist saudunkel draußen. Die sind alle Rollos oben, ja. Also ich kann jedes Licht rein, was noch da ist. Aber machen wir hier die Funzel an. So, dann ja, müssen wir uns dran gewöhnen. 17 Uhr ist Schicht im Schacht. Gut, dann kribbelt es in der Nase, nein, kein Kokainstaub. Und wir machen eigentlich jetzt das, was wir sonst auch machen. Aber heute ist ein Zeitlimit, 17 Uhr, muss ich mich weg. Ja? Da muss ich nämlich helfen bei ein paar Sachen. Und ja, da haben wir jetzt knappe 20 Minuten Zeit. Schauen wir mal, was wir hier serviert kriegen. Wenn es zwei Trades sind, ist schön. Wenn es drei Trades sind, ist es wunderschön. Wenn es nur einer ist, naja, dann ist es halt so, wie es ist. Ne? Und da haben wir hier die ganzen Signalkanäle: M2, dieser da und dieser da. Und weil ich alles so zusammengezogen habe, muss ich selber mal nach den Logos gucken. Und hier die M5, das ist der mit der weißen Schrift im roten und der mit der orangen Schrift im grünen. Ja, das ist der normale für den regulären Markt. Und hier ist die Happy Hour. Ja, die Happy Hour, die fängt ja dann wieder an. Kommt immer mal so eine Meldung noch, ne? In einer Stunde geht's los und dann geht es um 17:30 bis 18:30 los. Feedback wäre mal erwünscht, wenn man vielleicht mal irgendwie was sagt von den Uhrzeiten her. Ach, mach doch lieber von 18 bis 19 Uhr oder von 19 bis 20 Uhr. Bei OTC ist das ja egal. Ne? Ich würde es nur gerne in der Zeitspanne 7 bis 21 Uhr haben, weil es dann auch in die Auswertung mit einfließt. Ja? Beziehungsweise die Trades, die dort gemacht werden, werden über die regulären Kanäle auch ausgewertet. Ne? Dann kann man das immer nochmal abprüfen, nachprüfen. Und also ich würde es ungern machen, wenn er sagt, ja, eine Nacht um 3 bis um 4 oder so. Das würde auch, glaube ich, kaum einer vom Rechner sitzen, vielleicht der eine Nachtschichter. Aber da ja, ist es im Moment 17:30 bis 18:30. Keiner hat irgendwie mal was gesagt, dass er vielleicht mal oder wir da die Zeiten verschieben. Von daher bleibt es so. Wenn sich keiner meldet, dann bleibt es auch so. Ja. So ganz einfach. Ja. Ja, wir warten jetzt hier auf ein Signal. Hier haben wir Bucket Option, wer es noch nicht kennt, ich meine, die meisten kennen es ja, da hoffe ich mal, ne, viele auch bekannte Leute, die das Video gucken. Ne, ich kann nicht davon ausgehen, dass immer nur neue hier gucken, aber wir traden hier bei Pocket im OTC, das sind die ganzen Währungen, sind hier oben angetackert, ja, die auch hier gesendet werden. Und ja, 50 ist der Startbetrag. Hier neben habe ich, ihr kennt es ja aus den anderen Videos, das Trading Tool, da haben wir den Kalkulator, da geben wir den Startbetrag ein, wir geben hier die Rendite ein und dann rechnen wir den Profit aus. Ja, dann haben wir hier einen schönen dicken Strich. Und beim zweiten können wir sagen, wie viel Prozent Rendite von dem ersten Trade. Ja, 100% von 46 Euro sind 46 Euro. Ja, wenn ich aber sage, ich will nur 50 haben, ja, damit mein Einsatz runtergeht, ja, hier gebe ich jetzt nur noch 79 ein, ne, eben waren es noch 104, meine ich, 104,35. Ja, seht ihr, ich weiß es auswendig. Und so kann ich dann quasi zwar weniger mitnehmen, aber die Serie trotzdem nicht verlieren oder probieren nicht zu verlieren, indem ich halt die Martingale-Stufen mitnehme. Und dann kann ich mir das alles anpassen. Also hier reden wir immer von dem Betrag, den wir hier traden, in Abhängigkeit des ersten Trades. Ja. Also 90% von den 46. Ja. Und hier ist es genauso im dritten Trade. Man könnte theoretisch im zweiten Trade 50 traden. Ja? Dass man hier sagt, wir nehmen nur die Hälfte mit und hier ist das Ganze. Ja? Würde aber eigentlich so keinen Sinn machen. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir nehmen hier also 66 mit, ja? Und hier nur noch 33. Ja, dann haben wir quasi 100, zwei Drittel, ein Drittel. Ja? So, ne? 46, hier haben wir 30, ne? Und hier haben wir 15. Das wäre auch eine interessante Option. Ja? Oder 75 und 50. Wie dem auch sei, da kann jeder selber rumspielen. Ja?
Das ist also eine reine Funktion, die wir hier haben. Die gab es auch gar nicht in dem Excel-Sheet damals. Hier gibt es auch noch. Ach, das wollte ich alles mal hochladen. Ich muss es mir mal aufschreiben. Ich schreibe es mir gerade mal auf. XLS-Sheet. Das wollte ich auch mal hochladen in die Cloud, wo die. Hier haben wir ein Signal bekommen. Wo die ganzen Trading Tools drin sind. Ja, kennt ihr ja. Tradingtools.01trading.de können wir auch gleich schon mal drauf gehen, um zu gucken. Hier haben wir vom OutNZD, da gucken wir erstmal immer nach der Rendite. 92 ist natürlich das Top hier. Ne? Wir haben hier aber einen 5-Minuten-Trade, der hat jetzt ausgelöst gerade. Ne? Ich gucke immer mal, ob das schon vorgedreht war. Nein, war es nicht. Das war jetzt der erste. Das heißt, wir haben hier quasi den Go um 16.50 Uhr dann. Ne? Kurz vor. Wir haben es aber auch bei N2. In N2, da müsste das Go entweder jetzt kommen oder gar nicht. Wir haben auch hier die zwei Signalpfeile von Pocket nach unten. Da wurde ich da schon für ausgelacht, aber kein Problem, weil ich gucke da immer mal nach. Wenn dann wirklich mal hier noch ein grüner Pfeil nach oben ist oder so, dann lasse ich es sein. Bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren mit. Ne? Man kann die ganze Sache mit dem Traden hier auch noch defensiver angehen. Das können wir mal in einem eigenen Video machen, wenn wir Zeit haben. Das können wir im Laufe der Woche machen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, weil heute ist noch Live-Trading, 19 Uhr. Ich hoffe, dass es klappt, weil, gut, das Video wird wahrscheinlich später released, allein, dass die Umwandlung in HD dauert immer ewig. Dass ich nicht weiß, ob der Sebastian bei dem Unwetter pünktlich zu Hause ist, das wird sich zeigen. Ja? Also ich trade hier immer 100 und beim zweiten, das stelle ich jetzt gerade auf dem zweiten Monitor ein. So, und habe ja gesagt, hier, wir runden immer auf zum Ganzen. Ja, da machen wir keine Wissenschaft raus, sondern da runden wir auf und gut ist. Ja? Kann es natürlich auch genauer eingeben. Man kann ja auch mit Punkten Komma eingeben. Also ihr könnt natürlich die 104,35 eingeben. Auch möglich. Aber, mein Gott, da sind wir ja jetzt nicht. Wegen 65 Cent fangen wir jetzt nicht an, hier rumzupiddeln, oder? Gut. Ja. Lassen wir mal laufen. Bei M2 geht schnell vorbei. M5, da kann man noch ein bisschen was anderes machen. Aber M2, entweder drücke ich euch immer auf Pause oder jetzt lassen wir es mal laufen. Haben jetzt 13 vor. Hier sehen wir es. Ja. Und der springt ja automatisch hier weiter. Das ist ja hier eingestellt. Wenn wir hier gucken. Hallo, ich habe geklickt. Ja. M2, der springt also immer 5 Sekunden vorher, das heißt 47,55 springt der hier auf die nächsten 2 Minuten Intervall. Da muss man auch drauf Acht geben, ja, dass man nicht was anderes erstehen hat und der springt dann in plus 5, plus 3, plus x. Ja. Und hier schauen wir mal, das wird eine enge Kiste. Ja, man kann natürlich auch, wie gesagt, wenn man so ein bisschen defensiver dran gehen will, noch defensiver, jetzt haben wir, den müssen wir nochmal, ja, man kann zum Beispiel den ersten Trade aussetzen, ja, auch, ja, hat man zwar weniger Trade, aber die Frage ist, wie viele Trades brauche ich denn, wenn ich eh nur 2 bis 3 mache, was eine vernünftige Basis ist, wo man auch problemlos sich durchhangeln kann, ohne dass man ewig irgendwie erhöhen muss oder eine Fehlsession hat, dass man, also Fehlsession heißt, dass ich nehme mir 3 Trades, ne, den Starttrade, erste, zweite Erhöhung, wie es hier auch ist, ne. 3 Trades mache ich in dem Set, wenn das halt gebrochen ist, habe ich ungefähr knapp 8 Trades zu machen, ja, die, um das wieder auszugleichen. Oder man erhöht den Einsatz und macht nur 4 Trades. Ne. Das kann man dann auf ein paar Tage aufteilen, macht man jeden Tag einen mehr, einen doppelten Einsatz mal. Ne. Und dann gehe ich natürlich in eine sehr defensive Variante. Dann warte ich erstmal den ersten Trade ab. Kann natürlich sein, dass er im Wind ist. Ja, da habe ich Pech gehabt. Das nächste Jahr kommt sofort. Ja. Also nicht sofort, aber meistens relativ zügig wieder. Ne? Und dann gucke ich mal, okay, erster ging vorbei. Manchmal lasse ich auch den zweiten laufen. Das heißt, ich starte erst offiziell zum dritten Trade mit meinem ersten Einsatz. Ja. Dann ist ja auch wieder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn wir uns die Statistik angucken. Ich öffne die gleich mal. Dass wir da die ganze Session gewinnen. Ja. Weil hoch in den 7., 8. oder mehr Trade. Das ist wirklich ganz selten. Kommt mal vor. Ne? Also es gibt beim Traden keine Garantie oder Versprechung. Oder ne? Wenn er Garantie und Versprechung kriegt, er Festanlage irgendwo, bumm, also ich Sparbrief Inc. Diba 3,75% ein Jahr. Garantiert. Weiß ich heute schon, was ich in einem Jahr rausbekomme. Ne? Und ja, beim Traden, da kann man nichts garantieren. Aber wir gucken es uns gleich mal an. Ja? Wenn wir jetzt immer irgendwie später eingestiegen wären zu einem Trade, ja, dann hat man am ganzen Tag, wäre maximal einer vielleicht unter dabei, der aus dem Ruder läuft. Ja? Wenn wir sagen, wir gehen zum zweiten Erhöhung oder so mit unserem ersten rein oder das schauen wir uns gleich mal an.
Lass ihn aber erstmal zu Ende laufen und gucken wir nach einem anderen Trade. Ne, ihr wisst ja, die Zeit läuft gegen uns. So, 2-1-0, den haben wir gewonnen. Da gehen wir auch als allererstes mal hin und schalten hier wieder auf 50. Und dann gucken wir gerade mal hier OTC-Aktien M2. Das ist irgendwie, das ist schön. Hier haben wir Alibaba. Wenn der noch nicht rausgeschossen ist und eine gute Rendite hat, dann gehen wir da rein. Alibaba. 90 kann man mit leben. Der darf jetzt natürlich noch nicht, wenn er nochmal hochkommt, dann nehmen wir den mit. Hier haben wir auch einen schönen Punkt, wenn man mal auf die Sache das so, soll ich sagen, sich analysieren will, ja, haben wir hier, aber der müsste natürlich grün sein. Ich gehe jetzt nicht in eine rote Kerze rein, aber wenn er nochmal hochschießt, dann sind wir dabei. Weil das eigentliche Signal kam ja hier, dieser Kerze schon. Und das ist jetzt quasi, wir steigen jetzt, wenn wir jetzt reingehen in diese Kerze, sind wir zur ersten Erhöhung eingestiegen. Das heißt, wir haben im Grunde eine, ein Risiko gespart. Ja? Mal hier die Kerze. Ja, meine ich spart auch das, der Alarm, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Oder täusche ich mich da? Auf jeden Fall, wir gucken mal, vielleicht haben wir noch die Chance auf einen Einstieg. Ja, komm noch mal ein Stück. Mach noch mal ein Stück. Noch ein Stück, komm. Na. Gucken wir uns mal eine Alternative an. Was haben wir hier noch? Dollar Frankly. Da muss man auf die Rendite gucken. Der hat manchmal nämlich niedrigere Renditen. 87. Ja, das ist auch noch okay. Ja, machen wir nicht so. Na, da sind wir jetzt auch dann. Wenn, springen wir zu einem. Wo war denn der ursprüngliche Trade? Das war hier die lange Kerze und noch eine. Die lange Kerze und noch eine. Hier kam das Signal. Ne? Das wäre jetzt der offiziell erste Trade. Ich schreibe jetzt nicht mein MX2 hier unten. Das wäre jetzt der erste Trade und wir gehen jetzt aber erst in der Erhöhung rein. Quasi unser Starttrade ist zur zweiten. Unser erster Trade ist jetzt von dem anderen die erste Erhöhung, was auch der zweite Trade ist. Das ist aber schwer gebot. Ja. Ich öffne das mal gerade, ohne dass man hier alle Namen sieht. Moment, dann gehen wir mal kurz auf Pause. So, das kennt ihr bestimmt, die Auswertungen. Ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, wo waren wir denn eben hier bei M2? Ne? Boah, hier haben wir so viele Trades. Ne? Hier wäre der vierte. Wenn wir später einsteigen, wäre der 4-5 kein Problem. Ne? Hier wäre 4-5 kein Problem. Ne? Hier haben wir 4-5-5-5-4-5. Ne? Das heißt also, wenn wir immer mit unseren drei Trades einen später reingegangen wären, ne? Oder zwei später, dann hätten wir die alle problemlos gewonnen. Hier passen wir mal auf, wir nehmen auch 1-0-5. Wir haben zwar ein bisschen weniger Rendite, aber da kommen wir ein bisschen weniger nachher raus, ist aber nicht schlimm. Wir haben hier, wenn wir hier gucken, hier haben wir einmal 7, ne? Aber das Ding auch zu erwischen bei so vielen Trades, ne? Hallo, das ist ohne Kunst, ne? Man muss aber dann sagen, man hat ja natürlich dann auch die sofort ITM, die sind dann halt nicht dabei, ne? Dafür haben wir halt die X, können wir quasi wegXen. Ja? Also das ist... Ja, Nachteile kauft man sich nur und so, ne, von Vorteilen und umgekehrt genauso. Ja? Das heißt, wir haben den Nachteil, wir nehmen nicht mehr die Sofort-ETMs mit. Den Vorteil haben wir, dass wir quasi keine X haben. Ja? Die Frage ist, haben wir doch trotzdem noch genug Trades auch? Ja? Wenn wir hier sagen, okay, wir haben jetzt... wie waren es denn hier bei der M2? Ich muss mir hier noch ein Auge drauf haben. Haben wir 121 und 75, dann bleiben noch 50 minus 4, 46 Trades übrig, in denen man Geld mitnehmen kann. Und 46 Trades, das ist doch mehr als genug. Ja, leck mich am Arsch, jetzt haben wir die noch gewonnen und ich bin in der Erhöhung drin. Jo. Warum musst du denn jetzt noch gewinnen? Jetzt habe ich mich so hier in meinen Flow geredet und habe das hier nur so mit einem halben Auge beobachtet. Und hier wäre auch, hier wäre bei M5, um jetzt hier mal weiterzumachen, hätten wir einen einzigen, der mal raus wäre. Ja? Und dann hätten wir auch noch trotzdem, das sind 20, 21 Trades. Ja? 21 Trades, wo wir, wenn wir in Erhöhung rein wären, die Serie hätten noch zu Ende treten können. Das heißt jetzt so die erste Trades wären wir nicht rein. Ja? Ja, und selbst dann, also pff, hier... Bei M2 haben wir ein paar dabei. Ich meine, die Masse, ne, wenn man das sieht, die Masse. Hier sieht es halt immer wild aus, weil die Namen halt unterschiedlich lang sind. Hier sind es immer 6 Buchstaben. Ne? Aber hier haben wir auch, guck dir mal. 69, aber noch 44 direkt ITM. Ne? Das bedeutet, wir haben hier noch 20, 25 übrig. Ne?
Oder was man auch gerne machen kann hier, ne, so ein bisschen verzögern. Das kann man halt am besten, also kann man eigentlich nur, wenn man von der Hand redet. Ne? Da kann man immer noch ein bisschen, das mache ich auch ganz gern. Habt ihr ja schon 1000 Videos schon gesehen, wenn er irgendwie in die Gegenrichtung läuft, dass wir einfach einen besseren Einstieg kriegen. Zack, gehen wir rein und freuen uns. Freuen ist immer gut. Ne? Hier sehen wir, das war der M5 von gestern. Ja. Da hatten wir 22, da waren 16 direkt ITM. Ne? Das wären dann aber nicht mehr viele. Das wären dann nur noch 16 und 22. Die Differenz ist 4 und 2 gibt 6. 6 Trades übrig. Ne? Von denen. Ist es manchmal mehr, ist es manchmal weniger. Also deshalb ist das ja auch alles zusammengeschmissen worden. Weil man kann jetzt, ich konnte damals, also, ne, das werden wir jetzt wohl gewinnen. Ich stelle das erstmal zurück. Moment. Die Sache mit den M5, ne, dass man quasi für ein Paket, wo 22 Trades kamen, das gleiche bezahlt hat wie bei einem Paket, wo jetzt 56 kamen. Also fast um den Faktor 3 mehr. Ja. Deshalb ist das jetzt alles viel humaner, ne, und kundenfreundlicher aufgrund von, ihr habt alle beiden im M5, beide und M2 auch beide. Ja. Und ja, die Überlegung ist, das alles nochmal zusammenzuschmeißen. Aber ich glaube, auch von der Auswertung her ist das schöner so zu lesen. Ja. Und da brauchen wir auch nicht sagen, okay, wir machen jetzt M2 alle in einer Gruppe. Dann hat man noch so ein bisschen die Währung und die Aktien getrennt. Schreibt mal, gebt mal Feedback. Ja. Der Georg fragt auch immer, ob man nicht irgendjemand mal irgendwas schreiben will, ja, in der Gruppe. Es kann doch nicht sein, dass ihr alle keine Tastatur mehr habt oder so. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall so eine Voice machen. Ja. Ihr könnt gerne mal eure Meinung, was ihr getradet habt, was gut lief, was schlecht lief, was ihr vielleicht getestet habt, vor allen Dingen. Das interessiert ja auch immer mal. Ne? Ich meine, ich gucke auch immer, was mache ich dann? Dann lade ich mir einen Chart, lade mir einen Indikator rein, gerade NLAI, das für den MetaTrader 4. Dann gucke ich mal, ne, das Asset in dem Timeframe läuft eigentlich ganz gut. Dann guckt man ein bisschen zurück, dann guckt man ein bisschen. Also, es gibt doch immer so viel noch zu erforschen, ja, was total interessant ist. Also, immer noch, nach 10 Jahren ist das immer noch eine spannende Sache. Ja. Und ja, macht mir halt total Spaß, aber ich weiß nicht, ob viele Leute das ausmachen, weil man erfährt es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Wenn einer irgendwie zu einer Erkenntnis kommt, ich gucke auch immer mal, was ist mit H1-Trades oder so. Ne? Oder ich meine, ich weiß ja auch viele, die gehen ja auch richtig nach unten. Ja? Die machen dann hier mit S5, S10, also Sekunden, 5-Sekunden-Trades und sowas. Aber das ist, weiß ich nicht, ja? Das ist wirklich super Gambling. Natürlich sieht man hier auch ein gewisses Marktmuster. Ja? Aber da ist man innerhalb von 20 Sekunden in der vierten Erhöhung, ja? Wenn es mal schlecht läuft. Ja? Man kann natürlich dann irgendwie sich sowas ableiten. Ich habe da auch mal manchmal geguckt. Ja, ich gucke einfach, ich gucke. Ja, wenn man sagt, okay, na hier, das ist jetzt kein super Beispiel. Was weiß ich. Na, wenn man jetzt hier, man erkennt da ein Muster. Na, seht ihr das auch? Ja? Dass wir hier quasi immer abwechseln. Wir haben rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Ja, in der letzten Phase hier. Und jetzt, ne, kann man davon ausgehen? Oder man könnte beim Traden das so deuten, nach Rot kommt wieder Grün. Ja? Natürlich wird die Serie irgendwann abbrechen, dann wird die irgendwann marschieren in eine Richtung. Ne? Kann sein, dass sie jetzt sogar abbricht. Aber allein schon, wenn man hier sich die letzten 10 Kerzen analysiert hätte, wenn man Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, Grün. Und wenn hier eine rote kommt, täte ich die 15 Sekunden nach oben. Ja? Hier ist jetzt gebrochen worden gerade. Ja, selbst wenn man hier mal einen Fehltritt hat, man sagt wieder hier Rot, Grün, Rot, Grün. Also, pff, das ist zwar jetzt kein, also man kann bei Sekunden 15 eh kein Trading-System anwenden. Ja? Also, das ist, oder irgendeine Logik. Ja? Man kann sich aber ein Schema, ja, quasi zunutze machen. Ja? Oder wenn man jetzt hier sich schaut, diesen Bereich. Ja? Hier gab es immer viele Grüne, wenn mal eine rote kam. Viele Grüne, eine rote kam. Viele Grüne, nur noch zwei. Hier kam dann eine, dann kamen wieder zwei Grüne, eine rote. Viele, also mehrere, ich sage mal in dem Bereich 1 bis X, eine rote, viele Grüne. Eine rote, viele Grüne. Ja? Ja, wenn ich das dann hier, wenn ich das wahrnehme, ja, kann ich mir hier draus Trades generieren. Im S15. Ja. Wie ich schon gesagt, das ist kein Trading-System, das ist einfach eine Analyse der kurzen Vergangenheit. Da braucht man auch nicht zu gucken, ja, was war an Ostern 1996 oder so. Ja. Guckt man einfach mal die letzten Muster sich an und dann kann man da in den Markt auch einsteigen, ja, wenn man es will. Würde ich jetzt aber niemandem so wirklich empfehlen, außer mit ein bisschen Kleingeld mal. Ja. Und natürlich sollte dann die Rendite auch 92 sein.
Ja. Oder man muss halt irgendein Muster erkennen. Ja. Hier zum Beispiel würde ich jetzt sagen, kann man gar nichts aus ableiten. Ne? Wir haben hier manchmal roten dann eine, hier haben wir zwei wieder, hier haben wir zwei, hier haben wir zwei, hier haben wir eine. Ja? Hier haben wir dann mehrere rote nach unten, mehrere rote nach unten, hier haben wir nur eine rote, wieder mehrere rote. Ne? Hätte man eventuell drehen können auf rot nach unten wieder. Ne? Wenn eine rote kommt, dass die nächste auch. Hätten zwar hier ein Fehldreh mal gehabt, ne? Hier das, aber hier kämen wieder die nächste rote, dann hätte man hier die nach unten mitgenommen. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber ich weiß, dass es wirklich Leute gab, die auch vor Jahren schon, wo alle Welt noch Next Level gedreht hat. Das werden wir jetzt zum Beispiel im nächsten Video mal wieder machen mit dem regulären Markt. Da muss ich halt immer abhängig davon, was haben wir hier gerade für Renditen. Ne? Das will ich mal wieder aufbauen. Wir quasi Butter und Brot treten. Ne? Also die Basis von allem. Ja? Und wir haben hier auch die Daten, die historischen Daten von 2016 an. Wunderschön. Ja? Das macht wirklich Sinn, ist logisch und ist auch nachvollziehbar. Das andere hier ist wirklich Kategorie Gambling, aber es wird in gewisser Weise auch funktionieren. Ja. Man muss sich nur ein Schema gucken. Wenn man ein Schema erkennt, ja, hier ist es zum Beispiel auch schwer. Ne. Aber eben habt ihr ja gesehen, da gab es verschiedene Ansätze. Und dass man hier sieht, so jetzt zum jetzigen Moment ist da nichts. Und so, jetzt sind 17 Uhr durch. Ich muss mich jetzt alleine lassen. Ich wollte noch gerade den Euro-Dollar-OTC angucken. Ja. Hier kann man auch sagen, okay, es gab, hier gab es mal eine Grüne, aber es gab immer mehrere Grüne. Ja. Selten, dass es mal, dann hätte man halt hier mal die erste Erhöhung treten müssen. Ne. Also hier kannst du eh, überhaupt keine Garantie. Ne. Aber ihr seht, wenn eine Grüne kommt, kam die zweite. 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 Hier hat es ja nicht funktioniert. Hier wieder, da wieder, da wieder. Ja. Hier auch. Und gucken wir mal, wenn eine Grüne kommt. Wir hatten noch 5 Sekunden. Kommt die zweite. Ja, seht ihr wieder? Haben wir wieder mindestens nach der ersten Grünen noch eine Grüne. Das haben wir wirklich, das Muster war nur einmal hier gebrochen und hier mal. Ja. Wie gesagt, wenn ihr auch mal was rausfindet, kommuniziert, diskutiert. Wir haben so viele Kanäle. Ja. Ich bin schon überlegen, manche zusammenzulegen, dass wir gar nicht mehr den OTC und den regulären haben, sondern dass wir den OTC und den regulären zusammenlegen. Ja. Weil so viele Sub-Channels hier brauchen wir eigentlich nicht. Ja, in so einem Moment. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss jetzt eh weg, ich bin schon über der Zeit. Daumen hoch beim Video, am besten zwei, Abo, Glocke und könnt mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das findet, was ihr mal vielleicht rausgefunden habt oder einfach in Telegram mal was posten, irgendwelche Errungenschaften, neueste. Und ja, wir hören uns im Laufe der Woche wieder. Dann machen wir mal mit Next Level weiter. Da muss ich noch ein, zwei Tests gerade mit MetaTrader machen, bevor ich den starten kann, weil das wollte ich eigentlich heute schon. Muss aber immer einen Tag warten. Ne? Lange Geschichte. Gut, alles klar. Wir hören uns und ihr seid schönartig. Jetzt sind wir gerade auf den Surfer geswitcht, ihr seht. Also wir sind sowieso hier auf dem Surfer, aber wir sind in die Signalsendung rein. So, hier sind wir wieder zurück. Alles klar, es ist Zeit zu gehen. Ciao, ciao.